Ein kräftiger Schall lockt uns in dieses Aschauer Haus. Na klar, ein Trompetenbauer muss sein Werk ausprobieren. Zu Peter Baumanns Kundschaft zählen die Münchner Philharmoniker und Oktoberfestkapellen. Profis, die ein handgefertigtes Meisterstück suchen. Baumanns Blasinstrumente werden aus Gold-Messing-Blech getrieben. So dünn und genau, wie es keine Maschine kann. In Chiemgau gibt es noch viele Streuobstwiesen. Das hat den Instrumentenmacher dazu bewogen, sein Know-how auch für sein Hobby zu nutzen. Er hat sich eine wunderbare kleine Schnapsdestille zusammengeschmiedet. Die Maische aus Aschauer Birnen schwappt im Kessel. Nun wird ihr kräftig eingeheizt. Klare und warme Töne klingen hinaus ins Aschauer Tal. Ein vollmundiger, klarer Birnschnaps läuft ins Glas. Harmonisch vereinen sich der Geist und die Muse. Prost, mein Herr. Prost. Nur die Jugend hat bei dieser Kostprobe das Nachsehen.